Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Der Clou. Na, Matt, bist du wieder am Nachdenken? Sehr fein von dir. Wir müssen unsere Beute loswerden, das geht aber natürlich wieder nicht mitten in der Nacht, deswegen warten wir noch ein bisschen bis zum nächsten Morgen. Und ja, werden dann mal das ganze Zeug verkaufen, was wir entwendet haben aus dem alten Kuriositätenladen. Und dann wird auch schon der nächste Einbruch stattfinden. Dort werden wir dann in eine Kirche einbrechen. Gott möge uns verzeihen. Wir reden mit Mr. Malloy, ja? Wir haben Geld im Wert von 450 Pfund, ich biete 407. Das ist in Ordnung, das machen wir. Autogramm von Oscar Wilde. Das war 200 Pfund wert, oder? Ja, bietet er uns 164. Auch das, weg damit. Kuriosität, für 150 Pfund bietet er uns 123. Weg damit. Historisches Kunstobjekt. Das kauft er nicht. Okay. Aber da weiß ich schon jemanden, der das eventuell kaufen könnte. Da rufen wir uns ein Taxi für und fahren in die Watling Street. Und dann fragen wir mal Mrs. Parker, ob die das haben möchte. Hallo, Mrs. Parker. Wie geht's uns denn heute? Machen Sie mir ein Angebot für. Oh, eine Bronzestatue. Ich biete Ihnen 137 Pfund. Ich weiß gar nicht mehr, was sie wert war. Die Bronzestatue, glaube ich, auch 200. Na, das ist in Ordnung. Gut, weg damit. Oh, ein Sanskritbuch. Ich biete Ihnen 82 Pfund. Das war, glaube ich, 100 Pfund wert, oder? Dann ist der Preis auch in Ordnung. Na, sonst noch was? Nee, das war's. Mehr haben wir nicht. Danke, tschüss, Frau Miss Parker, Dingsbums. Dann denken wir nochmal nach und gucken, wie viel Kohle wir jetzt haben. 2829 Pfund. Ja, ist ja nicht allzu viel. Egal. Dann werden wir jetzt mal zusehen, dass da kräftig was zukommt jetzt, indem wir zur Westminster Abbey fahren. Ja, genau. Die berühmte Kirche in Westminster. Daher wahrscheinlich auch der Name. Da kommen schon die Raben auf uns zugeflogen. Wir beobachten erst einmal das ganze Gebäude von außen. Hier gibt es natürlich, wie es sich gehört für Kirchen, Bronzestatuen, Opferstöcke. Und wir werden alles mitnehmen. Wir beklauen die Gemeinde, wir beklauen Gott. Das wird sicherlich nicht für gutes Karma sorgen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich muss dazu sagen, diesen Einbruch habe ich noch nie gespielt. Das ist auch für mich ein Neuland. Deswegen müssen wir mal gucken, was es in der Kirche zu holen gibt. Während hier jede Viertelstunde eine Patrouille vorbeifährt. Ja, macht ihr mal. Ansonsten passiert aber nicht so viel. Ich habe doch eigentlich gedacht, in der Kirche wäre mehr los. Priester schließt Kirche wieder ab. Okay. 22 Uhr sollte man es merken. 22 Uhr ist die Kirche zu. 23 Uhr, alles ruhig. Aha. Wo ist mein Kugelschreiber? Kugelschreiber, Kugelschreiber, Kugelschreiber. Danke. 23 Uhr, alles ruhig. Das ist doch mal sicherlich eine gute Uhrzeit, weil nachts immer die Patrouillen vorbeikommen. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich nach 23 Uhr einsteigen. Er hat um 22 Uhr die Kirche zugemacht. 23 Uhr alles ruhig. Wenn der das schon extra betont hier in der Beobachtung, dann wird da was dran sein. Werden wir nach 23 Uhr kommen. Mal gespannt, wann er die Kirche wieder aufmacht. Oder hat er die schon geöffnet? Ich sehe immer nur eine Patrouille fährt vorbei, eine Patrouille fährt vorbei. Passiert ja nicht so viel hier. Beobachtung abbrechen. 90%, das sollte genügen. Wert, 19.000 Pfund sind hier zu holen. 19.000 Pfund. Okay. Bewachungsgrad 33%, Auffälligkeit 91%. Ja, das ist klar, wenn man sich nachts an der Kirche zu schaffen macht, dann ist das logisch, dass das nicht so unauffällig ist. Maximaler Geräuschpegel 66%. Auf der anderen Seite, wir sollen uns auch hören in der Kirche. Aber gehen wir doch mal in die Kirche rein. Puh. Großes Ding. Eine Menge zu sehen hier. Sehen wir uns mal um. Kerzenständer. Genau ansehen. Ist der was wert? Nein, ist er nicht. Oh, Kerzenständer braucht man nicht, braucht man nicht. Heiligenstatue. Genau ansehen. 100 Pfund. Okay. Also, das Ding werden wir schon mal im Auge behalten. Heiligenstatue. Nächster Gegenstand. Noch eine Heiligenstatue. Nochmal 100 Pfund. Alle nur 100 Pfund wert? Ne, hier, die ist 400 wert.
Was haben wir da? Weihwasserbecken. Beinhaltet nichts. Das hätte mich jetzt auch überrascht. Kerzen, uninteressant. Schrein, auch uninteressant. Opferkassa. Genau ansehen. 564 Pfund, 546 Pfund. Werden wir klauen. Krönungsstuhl. Der Stone of Cone. Wert 11.000 Pfund. Wiegt aber auch 10 Kilo. Naja, das wird sich Matt schnappen können. Halli, hallo, hallöle. Der Altar. Da gibt es nichts. Kirchenbank, uninteressant. Wir wollen doch hier keinen Kirchenmöbilar klauen. Was haben wir da? Den Beichtstuhl. Gibt's da was? Eine Bibel. Ich gehe in eine Kirche, um eine Bibel zu klauen. Boah, das wird Gott mir nicht vergeben. Und Geld ist da auch drin. Also müssen wir in den Beichtstuhl. Den Beichtstuhl hier. Wir müssen hier die Statuen klauen, die drei. Und natürlich hier rein, wo dieser komische Stein liegt. Kirchenkreuz. Ist das was wert? Können wir das klauen? Nein. Fenster. Ja, ich vermute mal, durch ein Fenster dort oben einzusteigen, ist gar nicht mal so die schlechteste Idee. Wenn wir hier einsteigen können, können wir hier rein zum Beichtstuhl, können uns die Statuen klauen und können dann hier hin, um diesen Stein zu klauen. Klingt nach einem Plan. Sonst nur Fenster, Fenster, Fenster. Okay, da haben wir genug gesehen. Gibt's Wächter? In dem Bereich da unten gibt's Wächter. Seht ihr dieses Blaue? Aber der wird uns ja nicht sehen, oder? Wenn er draußen rumturnt. Wie sollte der uns sehen dann? Gibt's noch mehr Wächter? Nee. Puh, okay. Okay. Westminster Abbey. Vielleicht sehen wir uns nochmal kurz um hier, wenn wir auf Umsehen gehen, Umgebung. Sieht wirklich sehr beeindruckend aus, diese Kathedrale. Ich glaube, der Baustil ist gotisch, bin mir aber nicht sicher. Ist auch egal. Denn mir geht es vornehmlich um die inneren Werte und die können sich wirklich sehen lassen. In dieser Kirche befinden sich neben zahlreichen Gemälden und Statuen auch der berühmte Krönungsstuhl und der Stone of Scor, ein Sandstein, der das Symbol der Macht der schottischen Fürsten war. Okay. Das ist dann wahrscheinlich der Stein, den er meinte, der dort im Beichtstuhl liegt, oder nicht im Beichtstuhl, sondern, naja, ihr wisst schon. Und wir gehen zum Taxi und fahren ins Hotel. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir wieder die Justin mitnehmen. Oder jemand anders. Justin kann ja bekanntlicherweise nicht so viel tragen. Machen wir das anders. Wir nehmen doch die Justin mit. Denn die wäre, glaube ich, gar nicht mal so übel da drin, den Beichtstuhl zu knacken, sich die Bibel und das Geld zu schnappen. Das wird sie wohl tragen können. Werden wir es jetzt einfach mal ausprobieren. Wir rufen sie an und werden einfach mal losplanen. Wollte eigentlich unser Auto umspritzen, oder? Ach, scheiß drauf, wenn wir hier wirklich jetzt 11.000 Pfund Gewinn machen, dann können wir uns ein neues Auto kaufen. Braucht man das Auto nicht umspritzen. Können sich die Bullen das ruhig schnappen. Rufen wir die Justin an. So, Justin Baby, ich hätte mal wieder einen Job für dich. Ich hätte einen Job, wir sind zu zweit. 19%, das ist gut, das ist gut. Ich melde mich. Bis bald. Planen. Westminster Abbey. Ja, schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, eine Kirche auszurauben. Aber naja, 75%, weil die wird noch Rennfahrerin hier. So, Justin White als Fahrerin, Plan ausarbeiten. Dann wollen wir nochmal gucken. Ich soll es mir für Westminster Abbey besser einen großen Lastwagen zulegen. Meine Leute denken wohl, der Stone of Cone ist so leichter zu transportieren. Ja, dann müssen wir also doch ein neues Auto kaufen. Kein Problem, wir haben's ja. Dann können wir uns vielleicht diesen Lastwagen kaufen, den ich da schon ursprünglich mal aufgerufen hatte. Bei dem Händler. Brauchen wir wirklich einen Lastwagen? Dann wird er wahrscheinlich nichts mehr schleppen können. Wenn er wirklich nur einen Stein schleppen kann. Egal, wir gehen zum Parkplatz. Es ist geschlossen, also warten wir bis zum nächsten Morgen. Toll, geht uns wieder eine Nacht flöten. Nicht, dass es jetzt schlimm wäre, aber trotzdem. Niemand da, der mich interessieren könnte. Dann geh doch einfach zum Parkplatz. Genau, das solltest du gleich machen. Und dann schauen wir uns mal an. Zeigen Sie mir... Was war das denn nochmal? Der Jaguar ist es bestimmt nicht. Der Bentley auch nicht. Rover, Standard Vanguard. Der Jeep? Nee. Der Morris Minor, war der das? Nein, der war das nicht. Ich schaue mir noch ein anderes Auto an. Pontiac Streamliner war es nicht. Jeep war es nicht.
Morris Minor war es nicht. Opel Olympia. Ah, toll. La Pizza Aufdruck. Ist ja überhaupt nicht auffällig. Nee, nur 100% Auffälligkeit. Deutsches Auto. Natürlich schön zuverlässig, aber ich schaue mir dann lieber doch nochmal was anderes an. So, wo war der denn nochmal hier, dieser Laster? War das der hier, der Rover? Ah, der sieht auch sehr groß aus, oder? Ladekapazität 34%. Scheint nicht so viel zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel unser Topolino hat. Cadillac Club. Der Fiat, den hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Standard Vanguard. Triumph Roadster wird es ja wohl auch nicht sein. Boah, wo war der denn nochmal? Darf doch nicht wahr sein. Da, das ist er doch, der 400, der Fiat 634. Was hat der denn für eine Ladezuladung, Ladekapazität? 100% natürlich. Ja, den kaufe ich. Ist ja auch nicht auffällig, der Wagen. Überhaupt nicht. Naja, gut. Wenn Matt meint, dass der Stein nur in so einen großen Lastwagen reinpasst, bitteschön. Soll mir gleich sein. Weiter aber ab in die Holland Street und planen, planen, planen. Wir haben noch keine Zeit. So, Fluchtauto auswählen. Dann nehmen wir den 400, den 634er. Aber was habe ich denn mit dieser Zahl? White als Justin White als Fahrer haben wir schon ausgewählt. Sehr schön. Plan ausarbeiten. Das ist gut, wir fangen sogar oben in der Ecke an. Das ist doch perfekt. Plan ausarbeiten. Matt, dann geh mal los. Kannst du direkt das erste Fenster hier aufbrechen. Benutze auf das Fenster deinen, ja, am besten den Glasschneider. Genau, und öffne dann das Fenster. Fenster, genau. Dann benutzt du das Fenster, um reinzugehen. Gehst ein Stück zur Seite. Nach 1,33 ist er in der Kirche. Dann gehen wir jetzt mit Justin, die daneben wartet, für eine Minute fünf Sekunden, oder? Genau, fertig. Dann geht sie nämlich rein in die Kirche. Auch durchs Fenster bitte. Und geht dann hier unten hin. Benutze auf diese Tür bitte dein Brecheisen. Nee, benutze mal den Dietrich. Okay, da gibt's geeignet dafür. Aber Matt hat keine Zeit, die Tür zu öffnen. Der muss da zu diesem Stein gehen. Dann benutze doch das Brecheisen. Ist jetzt egal. Benutze das Brecheisen. Gehe hier durch. Öffne. Achso, kann sie sich vielleicht direkt bedienen am Beichtstuhl? Warum kann sie denn jetzt... Achso, vielleicht muss sie erstmal... Hallo? Soll sie zum Beichtstuhl gehen? Ich sehe ja nichts Besonderes. Okay. Ist ja ein Ding. Das kann ich aber nichts klicken hier. Öffnen? Geht nicht. Ist ja ein Ding. Ja, weißt du was? Dann vergiss komplett die Tür. Dann mach die Tür auf. Dann benutzt, geht direkt zur Opferkasse. Ist ja komisch. Jetzt können wir den Beichtstuhl nicht rein. Können wir den vielleicht von außen knacken? Angeblich soll er so ein Bug sein oder absichtlich sein, dass man solche Sachen auch von außen knacken kann. Probieren wir das mal aus. Benutzen hier drauf wahrscheinlich nochmal das Brecheisen auf die Opferkasse. Und nehmen die Kohle, die da drin ist, 546. Und gehen los. Haben wir noch Zeit, die Tür zu schließen? Haben wir noch? Nein. Dann probieren wir das mal, indem sie wieder rausgeht. Das muss ich jetzt ausprobieren, ja, ob das jetzt wirklich von außen geht. Wir gehen durchs Fenster. Gehen hier entlang und benutzen tatsächlich, können von außen den Beichtstuhl aufbrechen. Das ist ja merkwürdig. Müssen wir noch niemals öffnen. Beziehungsweise
können uns so bedienen am Beichtstuhl von außen. Das ist ja merkwürdig. Dann machen wir das mal komplett anders. Dann soll sie sich nämlich, bevor sie rausgeht, noch die Statue hier schnappen. Nehmen. Statue. Ich habe den Gegenstand genommen. Sehr schön. Dann gehst du durchs Fenster. Viel mehr wird sie wohl nicht tragen können. Das ist ja komisch, dass man sich hier von außen bedienen kann. Und dann auch ohne irgendwas zu machen. Ich sehe hier nichts Besonderes. Willst du mich verarschen? So, erstmal öffnen den Beistuhl. Das ist ja komisch, das müsste eigentlich von innen funktionieren. Hm, ob das noch gepatcht wird? Ich weiß es nicht. Nimm dir die Bibel. Nimm dir das Geld. Und geh zum Auto. Wir wechseln die Person. Wir gehen mit dem Matt hier entlang. So. Und nehmen... Müssen wir das auch von außen machen? Krönungsstuhl öffnen. Es ist verschlossen. Na, alles klar. Dann benutzen wir auf den Krönungsstuhl unser Brecheisen und nehmen den Stone of Cone, der 11.000 wert ist. Yippie. Dann nichts wie raus hier, Matt. Kannst hier vielleicht noch die Statue schnappen? Mann, was der alles schleppen kann, der Matt. Kannst die nächste Statue auch noch nehmen? Soll ich nehmen die Statue? Der kann eine ganze Menge schleppen. Ist wohl Superman. Dann geh du auch durchs Fenster. Und dann sind wir schon nach knapp 4 Minuten fertig mit dem Einbruch. 4 Minuten 32 sind wir fertig. Okay, den Plan bewahren wir mal auf. Westminster Abbey. Und schauen uns den mal an. Das schien mir jetzt doch ziemlich einfach zu klappen. Und auch merkwürdig, dass man Sachen von außen klauen kann. Aber nun bitte, wenn dem so ist, dann probieren wir das halt mal aus. Klar, wir gehen durchs Fenster, das kennen wir schon. Matt geht durch, Justin geht hinterher. Ich möchte gerne einmal Justin beobachten vorher. Wie sich da an der Tür zu schaffen macht. Nimmt die Opferkasse, macht die Tür zu, schnappt sich die Statue und haut ab. Genau, macht dann dort noch den Beistuhl von außen leer, merkwürdigerweise. Wir gehen rüber zum Matt, der mittlerweile auch schon zurückkommt. Dann sind wir nach 4 Minuten 32 fertig. Gut, ich gehe mal auf fertig, sehen wir den Plan nochmal an. Diesmal aus der Sicht des Wächters. Ja, der steht ja nur da draußen rum. In der ganzen Zeit wird er uns nicht entdecken. Könnte natürlich sein, dass der da mal einen Blick durchs Fenster wirft. Dann hätten wir ein Problem. Während Justin da oben die Opferkasse leer macht, rennt er auch wieder weg. Das ist sehr gut. Also ich denke nicht, dass der Wächter uns sieht. Der würde einen wahrscheinlich nur bemerken, wenn man versuchen würde, hier durch die Tür einzubrechen, wo er jetzt steht. Aber das haben wir ja gar nicht nötig. Also, würde ich sagen, perfekter Plan mal wieder. Wir gehen für kleine Jungs, spulen die Zeit vor, bis 23.18 Uhr werden dann dort einbrechen. Irgendwas habe ich doch bestimmt übersehen. Das klang mir jetzt wirklich zu einfach. Oder kann das sein, dass das wirklich so simpel ist, in eine Kirche einzubrechen? Gott möge mir vergeben. Starten wir den Einbruch. Na gut, dann gucken wir mal, ob es hinhaut. Plan Nummer 1 natürlich. Merkwürdig. Merkwürdig, dass man hier auch durch die Mauern hindurch klauen kann. Naja. Sieht nicht so aus, als ob uns der Wächter bemerkt. Wir sind jetzt gleich auch schon wieder verschwunden. Nehmen noch die Statuen mit. Und das war's. Wow, das war ja easy. Keine Polizei in der Nähe. Super. Jetzt kommt's. Irgendwo wahrscheinlich Überwachungskameras oder so, die uns aufgenommen haben. Würde mich nicht wundern. Ja, uns wurde ein Einbruch gemeldet, Sir. Mal sehen, ob die irgendwas finden. Die üblichen Spuren, die sie finden. Nicht viel.
überhaupt nichts. Ich sehe überall nur 0%. Ja gut, hier wieder ein bisschen was. Klar, das kennen wir schon. Spuren während der Arbeiten haben wir 5% hinterlassen. Na gut, egal. Beim Gehen haben wir mehr Spuren hinterlassen als beim Aufknacken. Und selbst unser Auto haben sie nicht geknackt bzw. gefunden. Ist ja super. Ich kam gerade ins Hotel zurück, als das Telefon läutete. Ring, ring, ring. Stuyvesant? Mr. Stuyvesant, ein Brief befindet sich in Ihrer linken Manteltasche. Der Typ hatte einfach aufgelegt. Mit einem etwas mummeligen Gefühl griff ich in die Manteltasche. Der Zettel war unscheinbar, doch der Inhalt unmissverständlich. 200.000 Pfund für einen braunen Koffer aus dem Billardzimmer einer Villa in der Lily Road in Chelsea. Die einzigen Bedingungen waren, dass der Einbruch innerhalb der nächsten Woche erfolgen müsse und der Koffer unversehrt bliebe. Beigelegt waren ein Scheck über 15.000 Pfund und ein Hinweis, ich solle mir ein sehr, sehr schnelles Auto nehmen. Was ist denn das? Sollten wir mal im Hinterkopf behalten, ob wir diese Mission schon angehen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich innerhalb von einer Woche machen muss, aber in diese Villa kann man früher oder später sowieso noch einbrechen. Mal gucken. Beim nächsten Mal verkaufen wir die dicke, fette Beute, die wir gemacht haben in der Westminster Abbey. Für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.